dann muss der gute Herr jetzt halt erstmal eine Runde warten. Pass auf, jetzt kommen wir zurück, jetzt haben wir kurz vor neun. Und Arantial hat so richtig dicke Tränensäcke und sieht total im Eimer aus, weil er die ganze Nacht über auf uns gewartet hat. In seiner vornehmen, söldnerischen Haltung. Ne, halt, Söldner ist wieder was anderes. In seiner kriegerischen Ordenshüterhaltung. In seiner geraden Haltung, mit der er uns auch begrüßt hat, beziehungsweise sich vorgestellt hat vor uns. So, der Herr. Oh, diesmal hier lang. Interessant. Warte, durch welche Tür soll ich gehen? Hier irgendwo. Ich habe mich ja noch nie reingelaufen. In das Emporium. Vielleicht müssen wir auch erstmal mit ihm sprechen, weil ich nehme nicht an, dass er sofort schon fertig gewesen wäre mit dem Vorbereiten von dieser ganzen Geschichte. Und jetzt sagt er uns eigentlich, ja, ich brauche da nochmal ein Weilchen Zeit, bevor es losgehen kann. Ich glaube nicht, ich weiß. Und was den Söldner angeht, er mag zwar nicht der strahlende Hüter von Schloss Sternensund sein, aber er ist fähiger als die meisten eurer Männer. Ich will ihn. Und ihr werdet eure Chuchessa davon überzeugen müssen. Muss ich das? Na schön, ich werde sie überzeugen. Ihr hört von mir. Will ich hoffen. Auf bald. Immerhin, er setzt auch auf Jesper. Er hat Vertrauen in ihn. Guten Tag, ich war die ganze Zeit hier, ja. Ich meine, ich bin gerade erst gekommen. Hallo, Konstantin. Na, sieh mal einer an. Oh. Ihr habt diese unsinnige Prüfung also überstanden. Hoffen wir, dass diese Ignoranten euch dann etwas mehr Akzeptanz entgegenbringen werden als uns Heretikern, aber ich wage es zu bezweifeln. Guck mal, wir haben hier Neues von Konstantin. Wie fühlt ihr euch jetzt, wo die Götter tot sind? Habt ihr damit nicht euer Lebensziel erreicht? Ihr stellt Fragen, Mädel. Aber gut, ihr seid kein Götterlämmchen. Was kann es also schaden, euch davon zu erzählen? Ja, die Götter sind tot. Zumindest weist alles darauf hin. Aber offen gestanden hat sich zu wenig geändert, als dass ich mich wirklich fühle, etwas erreicht zu haben. Den meisten von uns auf Nerim ging es so. Einiges hat sich geändert. Der Bürgerkrieg auf Nerim beispielsweise. Der hat eher mit dem Fall Baratheons und Narazuls Angriff auf den Schöpfertempel in Ostian zu tun. Und mit dem Zyklus, wie wir seit kurzem wissen. Enderal ist das beste Beispiel. Das religiöste Land von allen. Aber dennoch geht es hier weiter wie zuvor. Wie erklärt ihr euch das? Vermutlich damit, dass die Herrschaft der Götter mehr auf dem Glauben an sie als auf ihren tatsächlichen Taten fußte. Sie waren mehr ein Symbol als wirkliche Herrscher, sozusagen. Bereut ihr, indirekt zu ihrem Tod beigetragen zu haben? Bereuen? Weit davon entfernt. Die Götter waren Tyrannen und sie raubten uns Menschen das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Sich von ihnen zu befreien war der erste Schritt zu einer besseren Welt. Dessen bin ich mir sicher. Okay. Und sind die nerimesischen Magier im Sonnentempel euer gesamter Orden? Also seid ihr allesamt Arantial nach Enderal gefolgt? Leider nein. Nicht jeder war so begeistert von der Idee eines Bündnisses mit unseren alten Erzfeinden wie wir. Warum? Wissen Sie denn nicht von dem Zyklus und Erläuterung? Und was uns bevorsteht, wenn wir nichts dagegen unternehmen? Gute Frage. Ich schätze, dass Sie es tief in sich schon wissen, aber wenn ich eines in meinem Leben gelernt habe, dann, dass Menschen gut darin sind, wegzuschauen, wenn das, was sie sehen würden, nicht in ihr Weltbild passt. Ihr meint, die anderen sind nicht hier, weil sie den Zyklus nicht als Gefahr anerkennen wollen. Das meine ich. Und ja, es frustriert mich außerordentlich, so viel Ignoranz in unseren eigenen Reihen zu sehen. Aber sei es drum. Die, auf die es ankommt, sind dabei. Nice. Diese Treppe hier, Konstantin, die macht dir echt zu schaffen. Ich sehe schon, wie du hin und her hüpfst. Okay, das war alles. Vielen Dank für die Ansicht. Immer wieder schön, mit dir zu reden, Konstantin. Du sympathischer, fluffig lockerer Kerl. Prophetin, schön, euch wohl aufzusehen. Wie fühlt ihr euch? Können wir vielleicht ein bisschen näher miteinander reden? Du stehst so weit weg, Mann. Wunderbar, wie auch sonst, mit einem Seufzen. Ach, wunderbar.
Das Ritual hätte mich töten können, verschweigt ihr mir wieder, nie wieder so etwas, wenn ihr zukünftig meine Hilfe wollt. Oh, jetzt machen wir auf dicke Hose. Noch etwas durch den Wind, aber ansonsten in Ordnung, danke der Nachfrage, sind wir ehrlich. Sehr gut. Ich hatte keine Zweifel, dass ihr bestehen würdet. Alles, was nun noch zu tun bleibt, ist der Eid. Dann können wir uns endlich den dringlichen Dingen zuwenden. Alles klar. Worauf werde ich schwören müssen? Die toten Götter, meine Loyalität zum Orden? Nichts davon. Ihr werdet schon sehen. Okay. Gut, ich bin bereit, wenn ihr es seid. Die Zeremonie muss noch vorbereitet werden, also brauchen wir mindestens noch einen Tag. Kommt dann einfach wieder hierher. Ah ja, okay. Auch wenn es mich schmerzt, noch mehr Zeit zu verlieren. Die Läuterung kommt näher. Erst diese Nacht hatte ich wieder einen dieser Träume. Oh, einen Traum? Was habt ihr gesehen? Menschen, die ich kannte. Auch euch. Aber nicht ihr habt gesprochen, sondern irgendjemand anderes. Etwas anderes. Ich glaube, dass dieses Etwas, diese Wesen mit dem Zyklus in Verbindung stehen. Sie ließen Andeutungen fallen und spotteten, dass unser Kampf gegen die Läuterung aussichtslos sei. Es war eigentümlich. Ja, ich habe dasselbe geträumt, bevor ich im Kurarium aufgewacht bin. Tatsächlich? Das ist interessant. Es muss etwas mit unseren Rollen als Boten zu tun haben. Vielleicht verbindet uns das. Irgendeine Vorstellung, um was oder wen es sich bei diesen Wesen handeln könnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht Dämonen oder irgendwelche magischen Entitäten. Sie sind jedenfalls anders. Schwer in Worte zu fassen. Aber wenn sie tatsächlich den Zyklus verantworten, sind sie unsere Feinde. Das ist alles, was für den Moment zählt. Kommt morgen wieder. Dann sehen wir weiter. Okay. Oh, es gibt noch mehr. Noch ein bisschen Schwätzchen halten mit Arantheal, wenn uns die Möglichkeit schon gegeben wird. Ihr hattet erzählt, dass ihr 30 Jahre in Gefangenschaft wart. Wart ihr die ganze Zeit über alleine? Ja. Warum fragt ihr? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 30 Jahre Isolation spurlos an einem vorbeigehen. Ja, wo wurdet ihr denn gefangen gehalten? In einem alten Tempel im großen Gebirge. Er war eine Bastion unseres Ordens, bevor Narazuls Armeen ihn nach der Schlacht um Treomar einnahmen. Zynisch, ich weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es spurlos an dir vorbeigegangen ist. Das tun sie auch nicht. Worauf wollt ihr hinaus? Auf gar nichts, vergesst es einfach. Ihr wollt, dass ich eurer Führung vertraue, aber wenn ich das tun soll, will ich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Also, ich vertraue auch so auf deine Führung bisher. Ich will dich nicht irgendwie bloßstellen oder irgendwie... Ne, also... Ist, aber vergesst es einfach, will ich auch nicht sagen. Jetzt bin ich neugierig einfach, was er allgemein zu sagen hätte. Also, mit wem ich es zu tun habe, würde ich gerne wissen. Er ist ja keine Romance-Option, ne? Deswegen keine Sorge, falls wir es mit ihm ein bisschen verkacken sollten. Ein nachvollziehbarer Wunsch. Aber fragt zukünftig direkt. Ich bin kein Freund von Andeutungen. Also, ja, die Zeit hat Narben hinterlassen. Die Entwürdigung, der Hunger, um die offensichtlichsten Dinge zu nennen. Die Einsamkeit war aber das Schlimmste. Ironischerweise war das Letzte, womit ich gerechnet hatte, wisst ihr. Von all den Dingen, die man einem Menschen antun kann, wirkt sie so banal. Aber das ist sie nicht. Entweder man entwickelt Methoden, mit ihr zurechtzukommen, oder man zerbricht. Glücklicherweise gelang mir Ersteres. Erinnerungen an die Zeit vor meiner Gefangenschaft. Die Aussicht auf das, was danach kommen würde. Diese Dinge waren meine Fenster zur Außenwelt. Sie haben mich daran erinnert, dass ich mehr war als diese ausgemergelte Gestalt in den Gewölben. Und dann wart ihr plötzlich wieder frei. Wie hat sich das angefühlt? Seltsam. Alles erschien mir so grell und unwirklich. Gerade im Kloster von Narazuls Magiern fiel mir das auf. Ich hatte Schwierigkeiten, mit Menschen zu sprechen. Und immer wenn ich es tat, kam es mir vor, als wäre mein Gegenüber eine Wachsfigur, vor mich gestellt, um mich zu verhöhnen. Und wie ist es mittlerweile? Besser. Unsere Mission, meine Verantwortung hier als Großmeister, es hat mir geholfen, wieder in der echten Welt anzukommen. Mich überrascht, dass ihr nach dieser Erfahrung gleich wieder zurück in den Dienst getreten seid.
Was wäre die Alternative gewesen? Ein Leben als Fischer? Ja. Gerade was mir widerfahren ist, hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass ich jetzt hier bin und tue, was ich tue. Das ist es doch, woran es der Welt fehlt. Menschen, die ihren Willen nicht von einem Schicksalsschlag zerstören lassen. Now, just do it! Wegen des Zyklus. Ja. Oh, da haben wir nochmal eine ordentliche Lore-Packung. Ich nehme alles mit, so wie immer. Könnt ihr mir noch mehr über diese Boten erzählen? Was macht uns aus? Das kommt darauf an, wen ihr fragt. In manchen Aufzeichnungen der Pyräer werden wir als Auserwählte bezeichnet. Aber das halte ich für falsch. Die richtige Bezeichnung wäre Schachfiguren mit eigenem Willen. Was auch immer hinter dem Zyklus steckt, es hat uns Kräfte gegeben und damit eine Aufgabe. Aber es liegt an uns, sie zu erfüllen. Und ihr habt keinerlei Vermutung darüber, warum genau wir beide Boten sind? Nein, habe ich nicht. Und was genau sind unsere Aufgaben? Genau kann ich euch das nicht sagen, nur andeutungsweise. Meine ist es, den Kampf gegen die Läuterung zu leiten, die Kräfte zu einen und eure, die Vergangenheit zu lesen und uns das Wissen zu verschaffen, das für einen Sieg notwendig ist. Wie genau das geschieht, das müssen wir herausfinden. Okay. Gibt es außer uns beiden noch andere Boten? Das weiß ich nicht, aber es gibt Andeutungen. Wir werden sehen. Interessant. Würde mich interessieren, Sie kennenzulernen. Vielleicht Jakalia oder Jesper. Dieser Kreislauf, habt ihr eine Vermutung, wie lange das schon so geht? Die Pyräer sprechen davon, dass es bereits seit Äonen so geht. Seit diese Welt, seit das Meer der Eventualitäten besteht, besteht auch der Zyklus. Es scheint eine Konstante der Existenz zu sein. Interessant. So lang schon. Und keiner Menschheit ist es bisher gelungen, den Zyklus zu brechen? Das ist entmutigend. Den Pyräern ist es nicht gelungen. Und den Dutzenden Zivilisationen vor ihnen auch nicht, so viel wissen wir. Aber was davor war? Der Blick in die Vergangenheit ist begrenzt. Fakt ist, dass der Zyklus für uns eine reale Bedrohung darstellt. Und das ist alles, was für den Moment zählt. Was macht uns... gab's hier nicht noch mehr? Genau, hier war noch etwas Kleines. Diese Vision, die ich habe, das Echo der Zukunft, wie genau funktioniert es? Wie gesagt, mein Wissen ist begrenzt. Aber stellt es euch so vor, als dass es euch einen Einblick in das ermöglicht, das uns Menschen verbindet. Unser Unbewusstes. Ihr meint den Ort, von dem auch eure Träume kamen? Das kollektive Bewusstsein der Menschheit? Ja. Wisst ihr, die meisten Menschen begreifen sich als von dem Rest der Welt abgetrennte Entität. Und obwohl das teils der Wahrheit entspricht, gibt es etwas, das uns verbindet. Dunkle Ecken unseres Geistes, auf die wir selbst kaum Zugriff haben. Man muss über keine übernatürlichen Gaben verfügen, um das zu spüren. Ihr hattet es sicher auch schon mal. Einen Moment, in dem ihr genau wusstet, was der andere denkt oder gleich tun würde. Gerade Menschen, die sich im Blute nahestehen, Kinder und ihre Mütter, Geschwister, besonders Zwillinge, fühlen diese Verbindung meist stärker als andere. Also wollt ihr sagen, irgendwie sind alle Menschen miteinander verbunden? Korrekt. Und während die meisten diese Verbindung bestenfalls durch ein dunkel getöntes Glas sehen, steht für euch in den Momenten, in denen ihr diese Visionen habt, das Fenster weit offen. Interessant. Aber wie erklärt ihr euch dann, dass ich Erinnerungen der Pyräer sehen kann? Sie sind seit Jahrtausenden tot. Ihr Körper vielleicht, aber die Spuren, die sie hinterlassen haben, nicht. Alles, was war, alles, was ist und alles, was jemals sein wird, es existiert bereits im Meer der Eventualitäten. Das ist die Grundlage der Magie. Und Zeit. Zeit ist keine gerade Linie. Nur die Barrieren unseres Geistes lassen sie uns so erleben. Visionen, Vorahnungen, Träume, die Realität werden. Es sind alles Wellen aus dem Meer, die in unsere Wirklichkeit überschwappen. Es gab schon immer Menschen, die sie lesen konnten, aber keine konnten es so gut wie ihr es durch das Echo könnt. Interessant. Okay, ich glaube, Thealor, damit hatten wir alles. Vielen Dank für die sehr detaillierten Auskünfte.
Und als aktuelles Ziel haben wir jetzt erstmal warten, bis die Zeremonie vorbereitet wurde. Sehr gut. Passt auf, dann der Plan für mich, für euch, für uns alle gemeinsam wird jetzt sein, würde ich sagen, wir machen jetzt noch die Zeremonie. Und nach der Zeremonie werden wir wahrscheinlich wieder irgendwohin weggeschickt. Deswegen, ich würde gerne noch die Hauptquest so viel weiter... Oh Gott! Endlich habe ich euch gefunden. Hier, ein Brief für euch. Dankeschön. 10 Groschen, danke, nimm das und kauf dir was Schönes, natürlich. Was? Oh, das ist sehr großzügig von euch. Kein Problem. Sichere Straßen wünsche ich. Und möge sein Licht euch leiten. Kein Problem, mein Junge. Jeder Tag wie der letzte Teil 2. Oh, das ist die zweite Quest von Jesper. Sehr gut. So. Aber ich lese später den Brief. Kein Problem. Ich wollte jetzt sagen, wir machen zuerst mal das hier. Alle Sachen hauptquestmäßig, die wir noch machen können, während wir hier sind. Und wenn wir das nächste Mal weggeschickt werden, irgendwo in die Welt nach draußen. Coole Ruine, die man von hier aus übrigens da hinten sehen kann. Dann werde ich mich wieder damit befassen, ein bisschen erkunden zu gehen und so weiter. Wir machen jetzt aber erstmal noch die Hauptquest hier mit der Zeremonie, dass wir richtig beitreten. Und dann würde ich gerne danach mich noch um Jesper kümmern, die eine Jesper-Quest machen, wenn wir gerade eh schon hier sind. Und dann hatten wir wahrscheinlich erstmal eine richtig dicke Portion Dialog. Ich persönlich liebe die Dialoge in Enderal, absolut hundertprozentig. Da könnt ihr mir auch gerne sagen, was ihr davon haltet, ob das euch langsam zu zäh wird oder ob ihr die immer noch geil findet. Ist halt mal ein anderes Tempo, deutlich langsamer. Vielleicht verschiebe ich auch Jesper, das könnten wir auch machen. Wisst ihr, dass wir das nächste Mal nach der Aufnahmezeremonie dann einfach sagen, okay, wir gehen erstmal erkunden, weil die Gespräche mit Jesper, die werden vielleicht auch wieder irgendwie so 2-3 Folgen in Anspruch nehmen. Und dann könnten wir genauso gut einfach sagen, okay, schieben wir mal ein bisschen Erkunden dazwischen, weil jetzt hatten wir ja einerseits ordentliche Packungen bereits, Hauptstory, und zweitens mega viele Dialoge. Und mit Jesper wird es höchstwahrscheinlich jetzt natürlich weiter Dialog geben. Wir lernen ihn ja näher kennen. Und da ist es. An der Zeremonie teilnehmen. Jetzt sollte auch Kalia dort sein. Und dann werden wir und Kalia jetzt, wie es aussieht, von Thealor in den Orden offiziell aufgenommen. Freut mich sehr. Oh, ich habe schon lange auf diesen Moment gewartet. Ich war nicht umsonst so lange Novize in diesem Orden. Nee, halt, warte. Wunderkind, ich habe gehört, dass ihr eine Menge vom Schwertkampf versteht. Mich würde interessieren, was da dran ist. Echt jetzt? Malfas zum Gruß. Nein, okay. Ich wollte gerade sagen, warte, Schwertkampf, ich bin für meine Kolben bekannt, hallo? Bitte hier korrekt sein. Gut, aber ich nehme schon 3 Stunden auf, meine Freunde. Danke wieder mal fürs Einschalten. Wie immer gilt natürlich, wenn euch das alles hier gefällt, meine Präsentation, wie ich das editiere, wie ich das vorstelle, wenn euch Enderal gefällt, freut mich sehr über ein Gefällt mir. Dafür sind die Dinger da, ein Daumen nach oben. Zeigt mir dadurch, dass ihr mehr, schneller von dem Projekt sehen wollt. Danke wie immer natürlich für das Einschalten, für eure Teilnahme, dafür, dass ihr dabei seid. Genießt noch euren restlichen verbleibenden Tag und wir sehen uns das nächste Mal zurück in der wunderbaren Welt von Enderal.